Du hast ja Marco Reus auch gerade angesprochen. Da gab es ja die Diskussion die ganze Woche und so weiter. Fandst du das jetzt so schlimm, was er da gesagt hat nach dem Spiel? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also du meinst das mit der Mentalität scheiße. Ja, ich finde ja mal, klare Kante ist doch auch mal ganz schön, ne? Ja, und das muss er muss ja klar und deutlich auch da Stellung zu beziehen. Ich meine, die Frage war ja sehr provozierend, das muss man mal sagen. Und wenn du denn so eine Antwort kriegst, ja, dann musst du damit auch leben können. Und als Kapitän stellst du dich eigentlich immer dahin in so einer Situation. Musst du eigentlich, oder Stefan? Ja, wie würdest du die Rolle definieren? Nein, ganz klar musst du dich hinstellen. Aber du musst dann auch klare Kante. Also du musst nicht rumeiern, sondern du musst dann klare Kante beziehen. Aber viel wichtiger ist es natürlich auch intern, die Dinge klar und deutlich anzusprechen. Darum geht es. Also, dass er sich dahingestellt hat, fand ich zum Beispiel gut. Und er hat ja eine ganze Entwicklung schon gemacht als Kapitän, muss man sagen. Er war früher zurückhaltend, kaum was gesagt. Mittlerweile tritt er vor, redet immer. Und ich fand das gut, dass er da mal die Hosen runtergelassen und mal richtig rausgehauen hat. Das Problem an der Geschichte war einfach nur, dass er keine Erklärung hatte. Keine Mentalität, was ist denn? Ja, wir spielen nicht zu Ende durch. Also, wenn ich das selber anspreche, ist kein Mentalitätsproblem. Aber habe keine Lösung, was es denn sein könnte, ist auch schwierig. Ja, vielleicht dass er was gesagt hat, war super. Intern angesprochen, das wissen wir natürlich nicht. Das eine, was du natürlich vor der Kamera sagst, ist das eine. Rübergekommen ist sie da nicht bis zum gestrigen Spiel von einer Woche. Es ist das Gleiche. Vielleicht brauchen die ein bisschen länger, um das zu verstehen. Dann liegt es an den anderen auch, das mag sein. Was zeichnet einen Kapitän oder einen guten Kapitän für dich aus? Also Leistung ist natürlich klar, Voraussetzung. Ja, erstmal, dass er einen engen Draht hat, auch zum Trainer. Das ist ganz klar. Aber auch in schwierigen Zeiten dazustehen, vor der Mannschaft zu stehen und Verantwortung übernehmen. Jetzt kann man fragen, ja, was heißt denn Verantwortung zu übernehmen? Ja, ganz einfach voran marschieren und also nicht nur auf dem Platz, sondern auch dann im Endeffekt im Drumherum und auch im Umgang mit den Medien. Das ist ganz wichtig. Aber Thomas, darf ich mal kurz einhaken? Ich glaube, Dortmund ist wie viele Punkte umweg? 12? Nee, es sind 3. Mein kleiner Bruder ist übrigens großer Dortmund-Fan. Der sagte mir, ja, die große Krise wird schon ausgerufen. Ich sehe die große Krise noch nicht. Wenn gestern kurz vor knapp noch eine reinrutscht, weiß ich gar nicht, ob wir das Thema Borussia Dortmund hätten. Also es ist, wie du schon sagst, Markus, sehr, sehr nah noch. Wir sind ja sehr flexibel gespielt. Übrigens. Nee, ist schon klar. ich mag die Dortmund ja eigentlich so auch nicht so richtig. Aber ich gönne denen jetzt doch, dass er auch mal... Warum nicht? Ach, die haben uns Leipziger, ich sage das mal, uns. Ich bin ja Leipziger, nicht nur Journalist, sondern auch als Leipziger Mensch geboren. Die haben uns mal nicht so ganz gut behandelt vor ein paar Jahren. Ansonsten ist das ein geiler Club und ich sehe keine große Krise. Sie müssen bei ihren Statements ein bisschen aufpassen auf die gemeinsame Stoßrichtung. Wenn der Bürki sich gestern hinstellt und sagt, wir spielen nicht wie Männer, dann ist das ja Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, sie haben keine Mentalität. Also da muss man sich vielleicht in der Kabine mal absprechen, was man denn sagt, wie man das Ganze sieht. Ich glaube nicht, dass es ein Mentalitätsproblem ist, sondern ein Qualitätsproblem. Das ist immer so, wenn die den Lewandowski vorne drin hätten, der hätte gestern ein Ding noch reingeschoben und dann gewinnen sie 3-2 und dann ist alles gut. Reines Kopfproblem, reine Mentalität und nichts anderes. Die sind noch nicht schlechter geworden. Die haben in der Vorrunde Deutschland verzaubert mit dem Fußball. Und es sind fast dieselben Spieler plus 4 neue dazu. Also Dortmund, wenn Dortmund so wenig Qualität hat, dann muss ich sagen, dann jammern wir aber auf höchstem Niveau. Ja, aber ich sage ja, ich finde, man kann das gar nicht auseinanderhalten, Mentalität und Qualität. Das haben wir ja gerade schon mal gesagt. Ich glaube schon, dass die auf den Platz gehen, alles geben wollen, machen wollen. Aber dann fehlt am Ende eben die Qualität, um diese Mentalität auch wirklich zu zeigen. Also erstmal ist das auch ein Problem. Es war ein gutes Spiel gestern Abend, das muss man einfach sagen. Von beiden Seiten. Werder wollen wir da nicht. Werder hat stark gespielt, darf man nicht vergessen. Ich finde nicht, dass das gut ist, wenn der Mittelstürmer immer nach außen geht. Ich finde, Dortmund braucht gerade im Strafraum Präsenz bei den Leuten, die da über außen durchbrechen. Und da kann Götze, so gut er sein mag, aus meiner Sicht nicht die ideale Lösung sein. Und da sind wir jetzt wieder bei Mentalität und bei dem Ganzen. Für Dortmund wäre es ein Segen gewesen, wenn sie Mario Mandzukic bekommen hätten oder das forciert hätten. Und wenn es Favre, du kannst es besser beurteilen, als ich gesagt hat, so einen will ich nicht, weil der nicht zu meinem Fußball passt, da muss ich sagen, das ist dann ein Luxusproblem. Ich hätte so einen immer geholt als BVB.